im Block 11, im Stammlager, in der Zelle Nummer 13, hauste das Sonderkommando. Diese Zelle war unterirdisch gesperrt und von diesem Zeitpunkt waren wir Geheimnisträger, Toten auf Abruf. Wir dürften mit niemandem sprechen, mit keinen Häftlingen in Berührung zu kommen, nicht einmal mit SS-Männern einige, nur zu denen, die mit der Sache beauftragt waren. Da war schon ein Fenster, man könnte schon hören, was auf dem Hof losgeht, die Exekutionen, wie die Menschen schreien, nur das Geschrei, aber wir haben nicht gesehen. Und so ging es uns einige Tage. Plötzlich kam wieder ein Unterführer von SS, von der politischen Abteilung. Das war etwa 4 Uhr in der Früh. Der Lager schläft noch. Schläft noch alles. Verstummt war alles im Lager. Und wieder waren wir herausgeholt von der Bunkerzelle und gingen zum Krematorium. Da habe ich, will ich da schildern, wie ich erlebt habe, also die Menschen, die noch lebendig waren. Wir müssen uns zu der Wand stellen und man wurde uns gesagt, niemand darf mit denen Menschen sprechen. Plötzlich macht sich die holzende Tür auf dem Vorhof im Krematorium und eine Prozession von etwa 250 bis 300 Menschen, ältere Menschen, Frauen, kamen herein. Sie trugen Bündel, haben einen Davidstern. Und von Weitem könnte ich entnehmen, dass es sich um polnische Juden handelt, die wahrscheinlich aus Oberschlesien kamen, aus dem Ghetto Sosnowitz, etwa 30 Kilometer von Auschwitz. Ich könnte von ihren Gesprächen entnehmen, wie sie sagen, Fachowitz, das heißt Facharbeiter, dann könnte ich weiternehmen, Maleche Moves, das heißt jüdisch wieder der Todesengel, Hargenen, also man wird uns töten. Und von diesen Wörtern, die ich gehört habe, war mir klar, was sich im Gehirn diesen Menschen abspielte. Einmal sprachen sie von der Arbeit, wahrscheinlich hofften sie, dass sie doch auf die Arbeit kommen würden. Einmal sprachen sie von Malche Moves, also von den Todesengeln. Die beiden Sachen konfrontierten sich diese Wörter. Plötzlich kam eine Stille zwischen den Menschen auf den Hof des Krematoriums. Und diese viele Augen guckten auf dem flachen Dach des Krematoriums. Und wer stand da? Aumeier, der SS, der Chef der politischen Abteilung Grabener, Untersturmführer Hössler. Und da sprach zu der Menge Aumeier: Ihr seid hergekommen, um zu arbeiten, wie unsere Soldaten auf dem Front kämpfen. Und wer arbeiten kann, dem wird es gut gehen.
plötzlich hat man gesehen, dass die Menschen wieder, in den Menschen wieder ein bisschen Hoffnung gekommen ist. Das könnte man also ganz andeutlich spüren. Den Henker ist es wahrscheinlich gelungen, der erste Schritt. Oh, da sah es, dass es so geht. Da fängt an wieder Grabner, zu denen Menschen sprechen. Wir brauchen Maurer, wir brauchen Elektriker, wir brauchen alle Facharbeiter. Und da nahm sich das Wort wieder der Hössler und guckt so in der Menge und sieht so einen kleinen Mann, noch heute sehe ich ihn in meine Augen. Was sind Sie vom Beruf? Der Mann sagt, Herr Offizier, ich bin ein Schneider. Sie sind ein Schneider. Was für ein Schneider sind Sie? Ich bin ein Herrn. Nein, ich bin Herrn, sowohl auch ein Frauenschneider. Wunderbar. Solche Menschenfrauen brauchen wir in unser Ateliers. Weiter guckte er, wendete sich auf eine Frau. Er sprach sie an, was sind Sie vom Beruf? Krankenschwester, sagt diese Frau. Obwohl, das brauchen wir Krankenschwester für unsere Krankenhäuser, für unsere Soldaten. Wir brauchen alle. Nur ihr müsst euch jetzt ausziehen, weil ihr müsst desinfiziert sein. Wir müssen für eure Gesundheit sorgen. Wie ich sie gesehen habe, sie schienen mir beruhigt zu sein. Sie waren glücklich, dass man ihnen zugesagt hat. Und sie fingen sich an, auszuziehen. Auch wenn sie gezweifelt haben, wenn man leben will, muss man hoffen. Auf dem Hof waren die Kleider geblieben. Überall, so zerstreut. Aumeier erschien glänzend zufrieden über den, wie er das gemacht hat. Und er hat sich gewandt auf einige SS-Führer und hat denen gesagt, seht ihr, so muss man es machen. Durch diese Maßnahmen hat man entwickelt eine weitere Sprung. Jetzt könnte man diese Kleider nämlich benutzen.